Hallo meine Lieben, wie ihr seht, sind wir heute hinten in unserem Schulungsraum. Ihr wisst, zum 1.6. dürfen wir endlich wieder aufmachen. Das Studio haben wir hübsch gemacht und jetzt geht es nicht darum, uns hübsch zu machen, sondern uns auch wirklich fachlich vorzubereiten, um mit dir zum 1.6. wieder durchstarten zu können. Was ist vor allen Dingen in dieser Zeit ganz wichtig? Viele haben rumgesessen die ganze Zeit, viel am Handy gemacht, die Bewegung hat gefehlt und die Körperhaltung ist sicherlich nicht besser geworden. Wir beginnen heute mit der Schulung der Balance-Methodik. Bei der Balance-Methodik geht es in erster Linie darum, den Rumpf, die Wirbelsäule, den Rundrücken zu verbessern und aufzurichten. Was ergibt sich daraus? Wenn wir uns aufrichten, haben wir automatisch mehr Lungenvolumen, uns geht es besser, wir können besser atmen. Das wollen wir heute schulen. Wir arbeiten mit diesen Balance-Geräten und zeigen euch im weiteren Laufe des Clips ein paar Anwendungsmöglichkeiten, die ihr dann bei uns anwenden könnt, die Kurse besuchen könnt. Also viel Spaß beim Zuschauen und melde dich, wenn du Interesse hast, es auszuprobieren. Bis dann! Beim Einatmen musst du den Arm nach hinten über den Kopf und beim Ausatmen wieder in deinen Körper. Einatmen. So, Tür zu, Ausbildung beendet. Das ganze Team des Fit for Life ist jetzt fit für den Neustart am 1.6. und gerade mit der Balance-Methodik dir bei deinen Problemen helfen zu können. Die Aufrichtung deiner Wirbelsäule ist die Kernkompetenz von Balance. Du wirst merken, dass du kannst besser atmen, Rückenschmerzen werden sich reduzieren. Du bist auf jeden Fall entspannter nach der Anwendung. Wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Falls du als Unternehmer zuschaust oder Physiotherapeut und möchtest die Balance-Methodik kennenlernen, um die vielleicht in deinem Fitnessstudio einzuführen, dann frag mich bitte an, schreib mir eine PN. Unter dieses Video sind unsere Kontaktdaten verlinkt und ich freue mich auf deine Anfrage und bis bald.